Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte hier auf Thüringen. Wir werden weiterhin das Mischfabrik vollfahren, voll machen. Dazu machen wir immer noch Stroh da rein. Dann habe ich schon mal eine Ladung Heu geholt vom Lager, vom Händler. Ja, und dann werden wir gleich den entsprechend voll machen mit Silage. Einer ist ja voll, ein Anhänger. Und den werden wir gleich hinstellen und auch wieder voll machen. Strom müsste jetzt reichen normalerweise. Dann wären das 450.000. Ja, und dann sehen wir da. Das ist haarscharf berechnet hier. Wirklich, wirklich haarscharf berechnet. Also wenn die ausgehen sollen, dann gehen die nicht aus, wenn man nicht, das ist typisch. Wenn man, ach so, ja genau. Ja, was fehlt ist Heu, dann kann das Ding arbeiten, ne? Den fahren wir jetzt hoch zur BGH, zum Silo und holen dann zwei Ladungen Silage, nur für hier. Und den anderen werden wir gleich nehmen. Und man sagt schon, für die BGH halt, ja. Werden wir erstmal den Einhänger ein bisschen wegfahren und dann die anderen beiden, also zumindest einer runterfahren und dann den zweiten gleich dazulegen. Aber das geht's ja nicht. Müssen wir mal gucken. Also genau. Nicht stehen lassen. Müssen wir mal gucken. Ja genau, wenn wir runterstehen mit Geschwindigkeit, ne? Ich meine, so schlimm ist es nicht, aber wir wollen ja nicht die Zeit sowas von davon rennen lassen, ne? So, den wollen wir ganz kurz in die Richtung fahren. Und dann die anderen beiden, zumindest den ersten, runterfahren. Ist ja im Hellen ganz anders zu fahren, ne? Im Dunkel. Im Dunkel ist gut munkel, hat man gesagt. Oder so ähnlich. Weiß gar nicht mal, wie das kommt, der Spruch. So, das wollte ich machen. So. Oh, Gegenverkehr. Hätte nicht mit gerechnet, dass der eine kommt. Da sind wir.
Probier leer, ne? Ah, nein. Verfressen heute die Anlage hier. Heute muss ein bisschen mehr Geld bringen. So. Wirklich nicht viel gebracht, ne? Wir müssen die Zinsen ein bisschen senken. Wir haben hier so Zinsen, das ist 12.000. Wir müssen mal anfangen, ne? Ja. Dessen sollte der erste Hänger voll sein und dann müssen wir gleich den zweiten nehmen. Dann switchen wir rüber zum Heu zum Beispiel. Und mal sehen, wie das hinkriegt. Ist nicht so einfach. Einmal Betrieb ist immer ein bisschen schwieriger, ne? Es soll hier auch die Möglichkeit geben, mit der Maus, dem Gerät hier, das Pferd, hat man gesehen, dass der nicht. Tierhaltung nicht, Frontlader, Kartoffeltechnik, ja, der auch nicht, Rübentechnik, Rüben. Baumwoll. Tierhaltung, Kartoffel. Jetzt bin ich ein bisschen Tierhaltung. Da muss ich keine Rüte erdauern. Dass der hier im Prinzip auch Silage heben könnte. Aber hier ist das nicht zu sehen. Das war bestimmt ein Mod gewesen, wenn ich mal gesehen habe im Video. Wir sind denn hier drunter gefahren und dann haben wir im Prinzip die ganze relativ schnell voll gemacht. Natürlich, wenn es funktioniert, ne? Noch nicht voll. Junge, wir müssen was tun. Ja, lernt sich also so mühsam, was wir mühsam alles reingefahren haben. Und jetzt ist es fast wieder alles weg. Jo, das war ein Witz. Das ist Ballen ein bisschen leichter, ne? Also von der Arbeit her weniger zu tun. Dann nimmst du die Ballen, Auto-Load, ne? Und dann. Ich brauche heute ein fettes Förderband, das dauert so lange hier. Ein bisschen umstellen. Dazu die Ecke nehmen hier. Ich muss den Motor erstarten. Ich finde das immer so, naja. Nicht abartig, aber ich denke mal, das wird auch nicht anders funktionieren. Also doch, es wird schon funktionieren. Aber hier im Spiel nicht, haben wir so, ne? Also normalerweise vorne einer Deichsel genommen, der wird hochgehoben und dann geht das los, ne? Jetzt kannst du nicht mehr lenken, das ist ja das Problem. Machen wir an. Tempomat. Unser Hänger voll. Nö, ne?
Und der hat nichts. Ich hätte die Ecke nicht gehen. Weil er grün ist. Dann dreh ich durch. Der Zilo, Bucky? Oh nee, ne? Wenn du so Bucky ist, dann kannst du das vergessen. Denn es ist äußerst ärgerlich. Wenn wir die Ecke nicht kriegen, dann haben wir schon ein Problem. Finanziell gesehen. Aber gewaltig, dann haben wir ihn. Das ist ein guter Start. So. Sind wir genau an dem anderen Gerät, an dem anderen. Extra steuern, andere wird nichts. Das wird nichts. Wenn wir nur den bleiben, bis nach hinten fahren. An die Ecke ran. Ich hoffe, dass ich die Ecke auch noch mitnehmt, ne? Ich will mal schauen, ob ich die Ecke kriege. Ob ich das irgendwie geputzt kriege. Weil es wegen den grünen Dings hier, in den grünen. Weil hier ein bisschen grün ist. Ich will mal näher machen. Halt! Halt so! Aus dem vorbei, ich glaub's nicht. Ich hab glaube ich noch so ein Gerät auf Lager zum Putzen. So eine Art Kehrmaschine. Da kann man das auch gleich entfernen. Dann kann er trotzdem aufnehmen. Zumindest die Ecke. Mal gucken. Da kommen wir von außen überall ran. Mal die Fehler entfernen. Deko ist auch schön, steht und ich. Wir schauen, dass Grüne wegkriegen hier. Nicht weg. Müssen wir mal ein bisschen gerade kommen. Ich habe schon versucht, alles so entsprechend aufzubiegen beim Zumachen vorher. Zurückfahren. Wie gesagt, da es zur Stelle ist, habe ich so ein Gerät. Weiß ich genau, wo es ist, wenn ich es überhaupt habe, ne? Mähtechnik, Ladung.
Diverses vielleicht. Schneefräse. Eine Fräse wäre eine Option gewesen dafür. Dollys, Gewichte. Aber das gilt nicht. Schiebeschilder, Lader. Ja, auch nicht. Tieflader, Schiebeschilder, Sportmaschinen. Na. Und da garantiert auch nicht, normalerweise. Kann es ja nicht sein, Ladebahn. Tiefboot. Wäre viel Klumperzeug, ne? Aber Flüge, Seetechnik, Anzukommen, Misteuer. Na. Fühlen wir nicht, haben wir nicht. Also diese Art mit Lage machen nicht lustig. Drücken wir ganz vorsichtig aus, wenn wir die Großzahl nicht rauskriegen. Ne? Und ist ja perfekte Technik, ne? So. So rein. So, liebe Show, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich, machen wir wieder Tschüss. Ciao, ciao. Es hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder, ne? Wäre schön, würde mich freuen. Tschüss.